Hallo Julia. Hallo. Also, du hast ja an unserem Retreat teilgenommen und die erste Frage ist, warum hast du mitgemacht? Also in erster Linie war es sogar nicht wegen der Meditation, sondern ich wollte mir ein bewusstes Umfeld schaffen, in dem ich wachsen kann, von den Leuten, von denen ich lernen kann und ja, mich selbst einfach mehr zu mir selber finden kann, indem ich so sein kann, wie ich bin. Und das habe ich hier auf alle Fälle bekommen und noch viel mehr. Die Herzlichkeit ist hier überwältigend. Also am Anfang kam ich damit überhaupt nicht zurecht. Also die offene Art von all den Menschen, ja, das auf alle Fälle. Dann natürlich die verschiedenen Techniken wie Leibarbeit. Also davon habe ich überhaupt nichts gehört und das war richtig intensiv und da konnte ich wirklich viel mitnehmen, aber auch viel zur Ernährung. Also ich werde jetzt auf jeden Fall einiges bei mir ändern, dadurch, dass ich so ein Umfeld hatte, das mir gezeigt hat, wie einfach das ist, sich also bewusst und vollwertig zu ernähren. Dann, was mir noch sehr aufgefallen ist, was natürlich die anderen nicht sehen konnten, aber wie sich mein Inneres hier entfaltet hat. Also das war wirklich, als hätte ich neue Luft zum Atmen bekommen. Ich habe Dinge wahrgenommen, die ich längst, also schon gar nicht mehr gespürt habe. Ich habe Gedanken wahrgenommen, die ich seit meiner Kindheit nicht mehr gehört habe, mich an Dinge erinnert. Also es ist sehr viel innere Arbeit hier, vor allem in mir drin, die mir extrem aufgefallen ist, ja, und die ich auch mitnehmen werde. An jede Persönlichkeit, die langsam anfängt zu denken, irgendwie passe ich in die Gesellschaft nicht mehr ganz so rein und irgendwie will meine Seele mehr, aber sie weiß noch nicht genau, wohin es geht. Jeder, der den Drang hat, was Neues auszuprobieren, etwas Neues zu lernen, aus sich rauszukommen, mehr zu fühlen, mehr wahrzunehmen. Im Prinzip eigentlich für jeden, der auf der Suche ist.